Osteopathie, Homöopathie, Physiotherapie für Tiere? Selbstverständlich stehen unseren Lieblingen die vielfältigsten Heilverfahren und modernste Medizintechnik zur Verfügung. Wenn es dem Menschen im Rücken zwickt, muss der Chiropraktiker ran. Und bei Pferden ist das nicht anders. Hengst Carlo ist hinten ein wenig steif, sein Galopp läuft nicht rund. Ein Fall für Tierärztin Nadine Richter. Zuerst schaut sie sich die Haltung ihres vierjährigen Patienten genau an. Bei der Chiropraktik wird eben überprüft, wie die Gelenke zueinander stehen und ob es da eine Fehlstellung gibt der einzelnen Wirbelgelenke. Und wenn es die geben sollte, dann werden wir die durch einen kurzen, schnellen, sehr zielgerichteten Impuls sozusagen beheben. Die Chiropraktikerin findet einige Blockaden. Sie richtet zuerst die Kreuzbeinspitze im Becken. Dann korrigiert sie eine Fehlstellung in der Lendenwirbelsäule. Und schließlich löst sie eine Blockade in der Halswirbelsäule. Sie überprüft die Wirbelsäule, indem sie das Vorderbein anwinkelt. Im Zentrum, sage ich mal, von so einer chiropraktischen Behandlung steht ja immer die Funktionsstörung der Wirbelsäule und damit natürlich auch Störungen im Nervensystem. Und wenn man die eben behebt, weil man ja ganz gezielt an einem Wirbel ansetzt, hat man immer auch gleich einen Effekt auf den Nerv. Und das ist das, was es dann eben auch so erfolgreich macht. Zu Hause muss Carlo ein spezielles Bewegungsprogramm absolvieren und in 2 Wochen sind dann alle Blockaden gelöst. Von Nadine Richters Behandlung aber wird der Hengst in den kommenden Tagen einen Muskelkater spüren.